Partikelfilter voll. So, oh ja, da siehst du, wie voll der ist. Guck mal, die waren drin. Die sind da richtig so als Stäbchen rausgekommen. Er pfeift hinten. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der auf einmal kein Gas mehr richtig annimmt. Partikelfilter voll. Abgastemperatur, Überwachungsfunktion, Temperatur zu niedrig. Ist ja klar, wenn Partikelfilter voll ist. Also oberflächlich sieht alles gut aus, aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass der innen gut aussieht. Da sieht man, dass KGE voll undicht ist. Partikelfilter ab. Also der sieht echt nicht geschmolzen aus, ne? Guck dir das an, das ist ganz hier von unten. Ja, aber sieht gut aus. Ah. Oh mein Gott, das ist abgebrochen. Ja, müssen wir auf jeden Fall neues reinschmeißen. Ist ja nicht schlimm, können wir ja machen. Aber das passiert halt. Ey, das kann man dran schmeißen? Ja, ja, das kann man schon dran schmeißen. Auf jeden Fall, wir haben genau am Krümmer, der zum Turbo geht, wo die ganzen vier Rohre sich verbinden, haben wir einen Sensor, einen Temperaturfühler und natürlich am Partikelfilter selber. Damit der ist ja richtig drin sozusagen. Genau. Jetzt gucken wir das Ganze auspuffseitig an. Das ist eigentlich unser Partikelfilter. Was sagst du? Das sieht von unten auf jeden Fall gut aus, aber das ist ja der Ausgang. Ausgang sieht immer gut aus. Ich bin auf das mittlere Teil halt. Ja, jetzt und jetzt... Kann man nicht da durch das Loch durch? Und jetzt gucken wir durch das Loch. Ja. Ich will auch sehen. So, und hier siehst du ja, da oben ist Cut und da unten ist Partikelfilter. Und hier sieht es auch gut aus. Wieso sagt ihr dann voll? Ja, weil da drinnen halt voll sein kann. An den Wänden, kann das sein? Nein, Wände ist egal. Das ist eins verbogen gewesen. Naja, das ist auch egal. Wichtig da ist, ist ja... Ja, das kann man ein bisschen Aber haben. Aber es sieht jetzt nicht verrußt aus oder so. Das hätte ich ja, wir können natürlich jetzt nicht genau reinschauen. Oder können wir das sogar? Warte, lass mich mal versuchen, die Kamera zu drehen auf die andere Seite. So, oh ja, da siehst du, wie voll der ist. Wo? Hier, die ganzen... Waben sind voll, ne? Ja. Genau, da ist alles voll. Siehst du das? Und das, oh, guck mal, wie voll der ist. Oh ja, das sehe ich, ja. Und das ist unser Problem. Und also, hier wird es genauso sein. Aber hier siehst du das, das ist alles voll. Das kriegt man nicht auf, ne? Das sind richtige Ablagerungen über Jahre, die sich da festgesetzt haben. Genau. Da hat man es jetzt echt gesehen, richtig. Da sieht man das richtig. Die Waben sind zu. Deswegen sagt er die Fehler mal so Partikelfilter. Ja. Voll. Guck mal, da hat Aber da ist ja auch echt, ja, da auch. Ja, guck mal, hier ist alles voll fast. Aber ist das eigentlich auch so gewollt, oder? Nee, das ist echt voll, glaube ich. Ich glaube, das ist auch voll. Du siehst ja, die anderen Löcher sind offen. Mhm. Und die, die zu sind, sind zu. Ja. Ich glaube nicht, dass das so sein soll, oder? Nee. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einen Partikelfilter ausbaue und immer wieder reinschaue. Das muss ich auch dazu sagen. Aber das sieht echt voll aus. Wir haben noch immer Ansaugbrücke sauber gemacht. Ja. Mit Rohrreiniger. Ja. Mit der Maschine. Ja. Warum machen wir das damit auch nicht? Wenn das geht, warum nicht? Lass doch einfach probieren, wir haben nichts zu verlieren. Dann den da machen. Ivo, kannst du den einmal mit Wasser füllen? Ja. Wir haben das Ganze jetzt abgedichtet. Hier haben wir das Ganze zu, hier haben wir eine Lambda-Sonde. Hier kommt das Wasser rein mit dem Druck. Von der Pumpe kommt er direkt hier rein ins Partikelfilter, reinigt alles und kommt hier raus. So ist die Theorie. Also auf jeden Fall nicht zum Nachmachen. Das ist ein Partikelfilter, der schon über 1 Million hat, höchstwahrscheinlich. Von daher alles gut. Natürlich.
zum Ausprobieren. Ich wollte schon immer sowas ausprobieren. Warum nicht? Also. Ja. Weil wir haben ja gesehen, dass wir einfach keine Abgase hatten. Ja. Das hat man auch gehört. Also eine Ansaugbrücke ist ja auch groß. Und wir machen das ja auch damit sauber. Richtig. Und warum soll das nicht mit einem Partikelfilter sein? Ja. Und dann werden wir auch mal reinschauen, ob wir was sehen. Bin mal gespannt. Ja. Mach mal, jetzt bin ich mal gespannt, was als erstes sofort rauskommt hier. Ja. Können wir das nicht ein bisschen besser machen? Ich habe das Ganze jetzt bearbeitet, weil du musst dir vorstellen, Ruß geht ja vom Turbolader, Partikelfilter, Cut, Partikelfilter, Abgasanlage. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, warum sollen wir das eigentlich so spülen? Ist das nicht besser, wenn wir andersrum spülen? Mhm. Weil hier entsteht ja das ganze Ruß. Das bleibt ja da oben hängen. Da setzt sich das ja hin so, ne? Genau. Ah. Das heißt, wir werden das Ganze von der Abgasseite Richtung Turbolader. Ah, okay, diese festgesetzten Sachen würden sich vielleicht eher lösen. Genau, so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Ah, ja. Wir werden das Ganze andersrum machen. Ich habe so eine Konstruktion gebaut. So sieht das Ganze aus. Also der verliert hier nichts mehr. Und ganz dicht jetzt alles, oder? Ja. Oh mein Gott. Und werden jetzt hier das Ding abmachen. Und werden, warte, lass wir es jetzt sehen. So sieht das Ganze aus. Mhm. Und werden hier Granulat, Rohrreiniger für die Küche. Hilft auch für Partikelfilter, werden wir sehen. So, das Ganze, viel hilft viel, Einosch. Ja, so übertreiben wir das jetzt nicht, ne? So, einmal rein. Wie viel kostet das Ding? 3,99. 3,99, also wer kann das schon von sich behaupten, dass wir 3,99 unser Partikelfilter sauber machen. Ob das gut ist oder nicht, werden wir ja sehen, weil wir werden ja später das Ganze einbauen. Und danach werden wir eine Probefahrt machen, dann werden wir ja sehen, ob er wieder zieht oder nicht zieht, weil er hat ja nicht gezogen. Was natürlich interessant wird, werden wir die Abgasuntersuchung bestehen. Ja. Und das fehlt mir ja bei diesem Test. Das sprudelt. Genau. Guck mal, ich weiß ja, wie das sprudelt. Das ist jetzt so ein geschlossenes System. Das ist ein komplett geschlossenes System. Das Ding hat echt, da musst du mal schauen, wie viel Bar der hat. Aber du siehst, die Granulat ist schon fast gespült. Und guck mal auch, wie die Brühe aussieht. Ne? Das sieht echt schlimm aus. Das Geile ist ja, wir haben später nochmal einen Effekt. Die Pumpe wird ja heiß. Und dann haben wir nochmal diese Hitze dazu. Dann wird das ganze Ruß nochmal schön sich lösen. Leute, probieren macht schlau. Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Ansonsten kommt ein neuer Partikelfilter rein. So oder so. Da kommen wir nicht drum herum. Der wird jetzt bis morgen einfach so laufen. Wanne schon erhitzt, es raucht schon. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Granulat reingemacht und lass das Ganze noch mal laufen. Wir haben den nächsten Tag hier und das Ding leuchtet immer noch super. Wie man schon so schön sieht, ist das Ding schön heiß geworden. Ich habe gestern zwei Proben genommen, dritte nehmen wir gleich auch noch. Also das war, ich sag mal so, nach ein, zwei Stunden und das war so schon 6-7 Stunden. Und das ist die letzte Probe. Sieht man da einen Unterschied? Nee, nicht wirklich, ne? Eine Flasche nur reingekippt. Oh, das Ding ist ja richtig heiß geworden. Ja, okay, jetzt ist der ab. Zwei Bar rein. Kommt schon ordentlich was raus, ne? Ja. Dann sollen wir den mal ein bisschen so machen. Unser Heißluftföhn
hier angeschlossen. Auf der niedrigen Stufe, das ist so 300 Grad. Und das Ganze werden wir dann schön hier warm machen. Der tropft hier noch. Da muss jetzt alles hier raus. Und ja, hier ist schon schön heiß. Austropfen, föhnen. Oh, guck mal, was steht denn hier? Was steht denn da? Hey, hier ist ja eine Nummer. Aha. Aha. Wird ja mal erneuert. So, ein paar Stunden haben wir das Ganze so gelassen. Boah, ist aber schön. Aber ich muss sagen, ne, unser Billigteil hat gehalten. Ne? Und der Billigteil, du meinst unser Billigföhn. Föhn, ja, ja. Und dann schauen wir mal hier rein. Mit der Kamera. Wow, guck mal. Warum ist der denn so Dings? Guck mal, das sieht doch nicht mehr, die Ablagerung ist nicht mehr. Oder war das oben oder unten? Doch da, oder wie? Ja, die sind alle weg. Nicht ganz, aber... Was ist das denn? Ja, das ist noch ein bisschen Wasser. Was ist das? Das ist das ganze Ruß. Was sich gelöst hat? Guck mal, da ist das ganze Ruß, was sich gelöst hat. Würde sich das da vielleicht rausblasen, wenn man fährt? Ja, ja. Boah, da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen was sauber, wenn wir nachher damit fahren. Guck mal, das wir müssen nachher damit fahren. Guck mal, siehst du, das ist das Ganze, was sich da komplett gelöst hat. Guck mal, die waren drin. Die sind da richtig so als Stäbchen rausgekommen. Genau. Warte mal, Wahnsinn. Also das sehe ich auch zum ersten Mal so krass. Und das die werden wir rausblasen. Genau, das ist, ich glaube, das ist Asche. Weil Asche kannst du nicht verbrennen. Ne? Und das ist so zusammengewürfelt, genau. Dieses Zeug, so, ne? Was sich halt angesammelt hat. Ja, ja, und hier siehst du auch, wie das rauskommt. Ne? Ja, da und sind das einige ist Stellen genau noch. Das aber gewesen. Aber wir können das jetzt gut rausblasen, bestimmt. Nee, also das ist, ich sag dir, das Ding ist auf jeden Fall, also man hat ja gesehen, dass der einfach keine Abgase rausgekriegt hat. Da waren viele Waben einfach dicht. Und ich sag dir, einmal richtig Gasstoß, das vieles wird rausfliegen. Diese kleinen Dinger sind alle weg dann, ne? Ja. Was wir jetzt machen können, natürlich mal mit ein bisschen Luft arbeiten hier. Ja, das stimmt. Aber das ist Wahnsinn, ne? Ja, du siehst, kann man ein bisschen mit Luft gleich versuchen, ein bisschen was wegzuhauen. Ja. Und den Rest machen wir einfach, wenn wir es eingebaut haben. So, Partikelfilter haben wir ja soweit sauber gemacht. Das Teil ist hier abgebrochen. Da, wo der Temperaturfühler reinkommt. Das müssen wir jetzt neu machen. Also habe ich mir das besorgt. Das Gewinde dafür. M14 x 1,5. Das ist das hier. Wenn wir das hier einmal sauber machen, das Teil schön draufschweißen. Da, da braucht ihr noch mal hier eine Farbe am besten, bis das Ding hier rostet. Da braucht ihr natürlich hier zielbeständige Farbe. 800 Grad haben wir hier, extra Ausdruck. Ich hoffe mal, das hält. Jetzt sieht er so aus. Mal schauen, wie er gleich aussieht. Unseren Temperaturfühler. Wenn wir den auch noch haben, können wir das ganze Ding sofort wieder einbauen. Wir haben jetzt Zeit, es muss ja trocknen. Und bis dahin machen wir das Wichtigste überhaupt. Holzperle! Wie geil! Das braucht mein Taxi, definitiv. Ich muss mal sagen, das ist gar nicht so unangenehm, wie es aussieht. Ich habe so einen Getränkehalter hier eingebaut. Das Ding muss immer noch trocknen, während wir die Scheiben tönen. Das werden wir auch noch ganz kurz machen. Nicht gut geworden, aber das ist getötet. Jetzt muss er noch trocken sein, ne? Ja, der ist trocken.
Würde mich auch wundern. Sonst hätte ich noch ein paar Umbauten gemacht. Der Pazufühler ist drin. Wir mussten ein kleines Stückchen wegflexen, weil er sonst sich bewegt hat. So sieht das Ganze aus. Geil? Das sieht schon gut aus, ja. Ja, es sieht noch gut aus, aber es muss funktionieren. Also das Auto läuft schon mal. Wir müssen aber einmal das Steuergerät sagen, ey Kollege, du hast einen neuen Partikelfilter bekommen. Resetten wir alles einmal. Und dann bin ich mal gespannt, ob er die Fehlermeldung auch nicht mehr gibt. Höchstwahrscheinlich eine Lambda-Sondung, okay. Die haben wir ja verbaut. Abgastemperatur vor der kompletten Partikelfilter Unterbrechung. Ja. Fehler löschen. Fehler wurde gelöscht. Gucken. Ansorg, Drucksensor, Massenschluss. Oh, habe ich da was vergessen? Ob wir den jetzt löschen können. Wird gelöscht, wurde gelöscht. Yes. So, anpassen. Artikel für der neue. Yes, nehmen wir mal. Jetzt haben wir den so schön sauber gemacht. Partikelfilter ist drauf. Partikelfilter ist schon ausgebrannt, würde ich sagen. Hat ein bisschen leicht am Anfang geraucht. Okay. Dann haben wir ein, zweimal Gasstöße gegeben. Also der hat noch was rausgeschossen. Ne? Mhm. Das Auto ist der läuft jetzt super, muss ich sagen. Natürlich müssen wir sehen, ob er gleich zieht oder nicht. Fehlermeldung ist weg. Wie Tag und Nacht, ja. Das kann man doch also sagen. Also die haben natürlich auch gefragt wegen Datum. Nein, Datum sehen wir leider nicht. 2011, 2012 kann das sein. Sehe ich das richtig? 10, 11, 12 steht da. Ja. Ja. Da siehst du. Okay. So, jetzt erstmal schauen, wie der anspringt. Der Service um 532 Tage überzogen. Wow. Ein paar Tage her, ne? Ja. Ne, immer noch Tür offen. Heidusch. Hast du denn wie schön ist hier auf deinem Sitz? Hab ich extra eingebaut. Sieht doch geil aus. Oh mein Gott, Mann, ist das überhaupt gemütlich? Ey, keine Ahnung, aber die Taxifahrer müssen doch irgendwas wissen. Jetzt zieht die, oh, guck mal, sofort da. Davor war das nicht so. Davor war das so, ab 3000 Umdrehung. Dann dachte ich, okay, Getriebe, ne? Aber jetzt merkt man, dass der schon bei 2000 Umdrehungen sofort da ist. Wahnsinn. Ja. Ja, so hat er sich nicht angefühlt. Nein. Der. Ja, die Radlager muss ich noch ein bisschen nachziehen. Merke schon vorne links leichte, ja? Geräusche. Ja, ja. Wenn wir so einen Hügel oder so fahren. Ach, das sind ja diese... Ja, der hat ein bisschen zu viel Spiel. Den werden wir noch mal schön... bisschen festziehen wieder. Okay. Ja! Geil! Ja, definitiv. Ey, der raucht auch nicht mehr. Geil. Ja, hast du gar nichts gesehen? Nee. Kein Rauch? Super. Und jetzt werden wir noch mal einen Test machen. Weißt du, wo wir Gas gegeben haben? Wo er so, wo der Auspuff richtig so, man hat gehört, dass er so dicht war. Okay, ja. Ja, das ist geil. Ja, gib einmal Vollgas. Da siehst du doch schon den Unterschied. Der haut jetzt alles raus, kein Falten mehr. Partikelfilter ist auf jeden Fall sauber geworden. Hätte ich nicht gedacht. Manchmal bin ich dankbar, YouTube zu machen, damit wir solche Sachen mal ausprobieren. Und der läuft hier viel besser. Viel, viel besser. Guck mal, hier, null Fehler. Brauchen wir doch gar nicht mehr auslesen hier. Ja, super. Ja, wir haben ja alles Vorher-Nachher-Effekt gehabt. Ne? Davor das Pfeifen haben wir gehört, ja, wie die Abgase nicht rausgekommen, ja, sind. Danach die Abgase, wie die rausgekommen sind. Davor hat er null gezogen.
Motor lief nicht gut. Ja, ist normal, weil wir so viel Gegendruck hatten, dass die Abgase zurückgekommen sind und so natürlich im wahrsten Sinne des Wortes der Motor einfach erstickt ist. Und dann haben wir den Luftfilter gesehen und so. Ach, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und ja, und beim nächsten Video werden wir die Düsen uns anschauen. Das wird auch sehr interessant. So. Zeit wird knapp. Ja, aber das schaffen wir schon. Einosch, geil.